Moin, liebe Wangerländer. Ich melde mich hier aus dem Rathaus mit den neuesten Informationen. Heute ist der 19. März, es ist 15.30 Uhr. Ja, es ist ein Fall eingetreten, den wir alle nicht vorhergesehen haben. Unser gesellschaftliches Leben im Wangerland kommt durch das Coronavirus aktuell fast zum Erliegen. Unsere gesellschaftlichen Ereignisse wie die Osterfeuer oder die kirchlichen Feste können wir in diesem Jahr nicht begehen. So finden bei uns zum Beispiel vor der Sommerpause in diesem Jahr gar keine Konfirmationen statt. Zum Glück übertragen die Kirchen zum Teil ihre Segenswünsche über das Internet. Und ich glaube, das wirkt auch. Uns allen fehlen aber jetzt schon die Feste, die Märkte und die Möglichkeiten, sich auszutauschen und sich zu begegnen. Als Gemeinde müssen wir indes weitere Einschränkungen vornehmen, um das Infektionsrisiko zu verringern. Supermärkte müssen zum Beispiel durch Markierungen in der Kassenzone dafür sorgen, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden. Es geht einfach nicht mehr, dass wir in den Schlangen dicht an dicht stehen und dem Virus so eine leichte Übertragungsmöglichkeit liefern. Wir werden auch weitere touristische Parkplätze sperren, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Vernünftigen unter uns bleiben sowieso zu Hause. Zu Hause sind aber viele, insbesondere ältere Menschen, allein. Ich möchte mit Unterstützung unserer Kirchen einen Aufruf machen. Lassen Sie uns zuversichtlich sein. Ich möchte alle Wangerländer aufrufen. Treten Sie ab morgen um 11 Uhr zur Wangerländerstunde, möchte ich sagen, kurz vor die Tür Ihres Hauses. Gehen Sie in Ihren Vorgarten und winken Sie Ihren Nachbarn zu. Zeigen Sie, dass wir solidarisch sind und dass es uns als Gemeinschaft noch gibt. Dazu werden um 11 Uhr ab morgen jeden Tag die Kirchenglocken läuten. Bitte halten Sie bei dieser Aktion den nötigen Sicherheitsabstand zu Ihren Mitmenschen ein. Also nochmal, ab morgen täglich um 11 Uhr einmal kurz vor die Tür den Nachbarn zuwinken und dann wieder reingehen. Machen Sie mit. Wir im Rathaus sind weiter für Sie da und stehen das mit Ihnen durch. Sie erreichen uns weiterhin unter 04463 989 119 mit unserem Bürgertelefon. Vielleicht posten Sie ja einfach mal ein Selfie aus Ihrem Vorgarten. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Wir hören und sehen uns morgen.